Hallo ihr Lieben, ich grüße euch hier aus Irland, wo ich mit meiner Familie, meiner Frau, meinen Kindern, wo wir hier in der Nähe von Dublin ein Fotoshooting für unseren Albumcover machen. Und eigentlich, wir haben ja vor ein paar Tagen angekündigt, dass das Album kommt und viele von euch haben bereits vorbestellt. Dafür sind wir sehr dankbar und sind auch sehr. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir euch neue Musik schenken können. Aber bevor ich jetzt darüber rede, was es so mit dem Album auf sich hat und was es da für Editionen gibt und was so in der Fanbox drin ist, gerade in die letzte Woche hat sich ja unheimlich viel verändert und jeden Tag gibt es neue Nachrichten und vor einer Woche dachte man, viel ist es Panikmacherei und ich glaube, solange langsam nimmt man das Ganze ernst. Wir sind als Familie auch besorgt, wie wahrscheinlich viele von euch, und man macht sich Gedanken und man liest und recherchiert ein bisschen, schaut, was man machen kann. Und ja, deswegen, anstatt euch jetzt groß über das neue Album zu erzählen, das Erste, was ich euch bitten würde, ist, ihr seid für uns nicht nur Publikum, ihr seid für uns, ich habe das schon oft gesagt, wie erweiterte Familie. Viele von euch begleiten uns und wir begleiten euch seit Jahrzehnten. Und uns ist es sehr wichtig, dass ihr euch Gedanken macht, dass ihr schaut, dass ihr das Beste für euch und eure Familien macht, dass ihr gesund bleibt, dass ihr ja, das Ganze vielleicht doch ein bisschen ernst nehmt, ohne Panik zu geraten. Aber das ist das Allerwichtigste und wir wollen euch alle wiedersehen, sehr bald. Ansonsten, wir sind keine Experten. Wir sind zwar Leute in der Öffentlichkeit, aber ich bin jetzt kein Experte und ich werde nicht groß meine Meinung sagen, was man machen soll in der jetzigen Situation. Aber eins will ich schon sagen: Macht euch Gedanken, recherchiert, schaut, bleibt stark, bleibt zusammen und wir denken an euch und hoffentlich habt ihr uns auch in den Gebeten. Und was das Album angeht, man arbeitet ja ein halbes Jahr voraus mindestens dran. Und es war von Anfang an fest, dass wir das 22. Mai das Album rausbringen. Das ist auch, nächste Woche ist das Album fertig mit dem Mix. Und kurz haben wir überlegt, sollen wir das verschieben? Weil es gibt ja nicht nur das Album, man macht auch ein bisschen Promotion und so weiter und so fort. Und man weiß halt nicht, was jetzt momentan so alles kommt und wie es sich entwickelt. Aber auf der anderen Seite, das ist das, was wir können. Wir machen Musik ein Leben lang. Das ist das, was wir euch und die Welt zu geben haben. Der eine ist Arzt, der andere ist Klempner. Jeder hat sein Talent und unser Talent ist Musik. Und das werden wir auch in dieser Zeit machen. Und es ist vielleicht auch wichtiger denn je zuvor. Deswegen, das Album wird auf jeden Fall am 22. rauskommen. Und wir machen jetzt gerade das Cover. Und ja, ganz kurz gesagt, ich meine, viele von euch müssen ja auch arbeiten, teilweise dann auch von zu Hause. Also das Album wird es als normales Album mit 14 Tracks geben, 14 Songs, viele neue Songs, viele auch Traditionals und ein paar Covers, die, glaube ich, vielen gefallen wird. Für die paar, die Vinyl gerne hören, wie ich, gibt es das Ganze auch auf Vinyl, Doppelvinyl. Die Fanbox, ich mache es ganz kurz. Also, wir haben da wirklich so viel wie möglich reingepackt, was nur geht. Und die ist auch deutlich günstiger als in der Vergangenheit. Da ist das Album drin, da ist ein Making-of-DVD. Wir haben das ganze letzte halbe Jahr mitgedreht, jedes Mal, wenn wir im Studio waren. Auch teilweise das Songwriting. Jetzt das Fotoshooting wird mitgedreht, das kommt auch noch mit rein. Also, im Prinzip eine ganze Doku über diese Schaffungsphase. Und Einblick in den Songs und was sie auch bedeuten und ja, diese ganze Sache. Und dann gibt es eine Karaoke-Instrumento-CD, dann gibt es eine ganze Reihe an Sachen: Jutebeutel, Postkarte, Schlüsselanhänger, was ein Metallkleeblatt mit Gravur ist, also der sieht auch wirklich schön aus. Da gibt es, ich vergesse wahrscheinlich schon die Hälfte, Poster. Auch die Box selber ist zwar nicht so edel, aber ist praktisch, ist eine Lunchbox und ich glaube,
Viele von euch haben Kinder, das kann auch ganz nützlich sein. Manche haben gefragt, was ist dieses Backstage Club? Das wird ab dem Album veröffentlicht, also ab 22. Mai. Meine Seite wird extra endlich neu gemacht. Das ist meine Website, angelokelly.de, ist ja so alt. Aber die wird neu gemacht und wird dann auf App und also auf Handy und überall gut zu sehen sein. Und es wird da ein Einlog-Bereich geben. Also jeder, der die Fanbox kauft, da drin wird es eine Art Code geben, womit man sich dann einloggen kann. Und für 3 Monate wird es einen Backstage-Bereich in diese Website geben. Und in diesem Backstage-Bereich wird es Videos geben, Fotos geben, also Sachen, die man sonst nicht sieht. Und auch wöchentlich immer neue Sachen. Und Gabe und ich haben schon lange eine Idee, dass wir gemeinsam einen Podcast machen wollen, also so ein Vater-Sohn-Podcast. Und Gabe und ich werden einen wöchentlichen Podcast machen, also Audio, was man auch da drin nur bekommt, erstmal für die 3 Monate. Ob es das danach geben wird, diese Backstage Club Area oder nicht, wir wissen es selber nicht. Es ist ein Versuch zu schauen, was kann man denn so alles Schönes machen für einen kleineren Kreis. Weil nicht alles will man immer auf YouTube stellen. Manchmal sind Sachen auch ein bisschen zu albern oder zu privat. Das ist dann sozusagen, man wird das nicht zusätzlich buchen können oder irgendwas, sondern das ist einfach nur bei den Fanboxen mit drin. Irgendwie ist es echt bizarr, das alles zu erzählen, aber ihr wisst, viele von euch müssen ja auch irgendwie zur Arbeit. Und ich muss das hier nicht machen, aber ich will es auch einfach erzählen, was da kommt. Aber wie gesagt, das ist eigentlich alles halb so wichtig. Wichtig ist, dass wir alle aufeinander achten. Und am Ende des Tages, ob ihr nun das Album kauft oder die Box oder streamt, alles halb so wild. Hauptsache, wir haben uns langfristig. Passt auf euch auf. Wir haben euch alle lieb. Bis bald. Tschüss.